Herzlich willkommen, Herr Tiefensee. Liebe Heike, lieber Sandro, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, lieber Carsten Rose, es ist sehr sportlich, 10 Minuten Grußwort. Ganz herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Danke, dass es möglich war, endlich wieder eine Betriebs- und Personalräteversammlung einzuberufen. War dringend nötig. Wieder sind Hunderte von Arbeitsplätzen in Thüringen bedroht. Ich komme gerade aus Unterbreitsbach, war dort in der Frühschicht, habe mit dem Werkleiter, mit dem Betriebsratsvorsitzenden Harald Döll und dem Bürgermeister diskutiert. Es ist wieder mal so, wie wir das in den vergangenen Jahren kennen, da verschläft ein Unternehmen über viele, viele Monate etwas zur Arbeitsplatzsicherheit zu tun, lässt die Umweltbelange schleifen und am Ende liegt unter dem Weihnachtsbaum die Unsicherheit in Form von Kurzarbeit. Und Kurzarbeit sagt sich so schön, das sind 63% netto. 63% netto von wenig ist fast nichts. Weil man bedenkt, dass die Kali-Kumpel ab dem 1.1.16 weder wissen, wie es in dem ersten Zeitraum des Jahres 16 weitergeht, noch wie langfristig im Werra-Verbund es weitergeht, dann ist das schlicht ein Skandal. Und wir müssen alles dafür tun, dass im Werra-Verbund diese 4.400 Arbeitsplätze und hier in Thüringen die über 600 Arbeitsplätze direkt, die da dranhängen und die Familien dranhängen, dass das erhalten bleibt. Und hier muss K+S endlich seine Hausaufgaben machen. Es ist wieder mal ein Beispiel dafür, wie man schlecht mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern umgeht. Und hier muss Politik auf allen Seiten, Umwelt und Wirtschaft, aber eben auch die Öffentlichkeit zusammenstehen. Diese Arbeitsplätze müssen erhalten bleiben. Punkt. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Rot-Rot-Grün seit einem Jahr. Wie sagt der Ministerpräsident immer so schön, es gibt immer noch Bananen und die Betriebe sind nicht zu 100% verstaatlicht. Wir haben uns reingefunden in eine neue Aufteilung und zuständig für die Betriebs- und Personalräte ist meine Kollegin Heike Werner. Und trotzdem, ich komme im Land quer durch alle Ecken herum, mache viele Unternehmensbesuche und ich lege Wert darauf, dass da nicht nur der Vorsitzende der Geschäftsführung, der Bürgermeister oder eine Riege von Landtagsabgeordneten am Tisch sitzt, sondern dass auch die Betriebsräte eingeladen werden. Und manchmal ist es auch ziemlich wichtig, dass man mit Betriebsräten A unter vier Augen spricht und B einen Betriebsrundgang mal macht und mit deren Augen sich die Verhältnisse anschaut. Es ist nämlich ein Unterschied, ob man durch ein Werk, Automobilwerk geht und bekommt die schillernden Roboter gezeigt vom Vorsitzenden der Geschäftsführung oder man geht mit dem Betriebsrat und sagt, gucken Sie mal, Tiefensee, wie dieser junge Mann sich reinfalten muss, um das Armaturenbrett da reinzuschaffen. Das sind eben Bedingungen, die man nur sieht, wenn ein Betriebsrat spricht und die sich nur verändern, wenn wir starke Betriebsräte, starke Personalräte haben. Und deshalb, ich finde es sehr gut, dass Sie hier zusammenkommen, dass wir zusammenkommen und uns gegenseitig stärken. Wir haben ein Jahr Arbeit und etwas Wichtiges, glaube ich, schon auf den Weg gebracht. Wir haben nämlich aufgeräumt mit dieser unsäglichen Behauptung der vormaligen Ministerpräsidenten, dass Thüringen ein Mindestlohnland sei und dass man doch bitte hierher kommen möge als Unternehmen, weil ein Niedriglohnland, ein Mindestlohn-Niedriglohnland Thüringen doch hervorragende Arbeitsbedingungen bilde. Was im Umkehrschluss passiert ist, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht kommen, dass die Studenten, die fertig sind, nicht bleiben, dass die Pendler weiter auspendeln, obwohl Arbeit hier vorhanden ist. Wir müssen dringend Schluss machen mit dieser Botschaft, dass Ostdeutschland oder Thüringen ein Niedriglohnland ist. Nein, wir haben hier sichere, wir haben gut entlohnte Arbeitsplätze und die Entlohnung steigt. Was noch nicht gut ist, ist tatsächlich die tarifliche Bindung. Die tarifliche Bindung mit ungefähr 22% der Betriebe, 49% der Beschäftigten, liegt zwar leicht über Ostdeutschland, aber immer noch weit unter dem Niveau von Westdeutschland. Erste Zahl 32% und was die Beschäftigtenzahl angeht, 60% in Westdeutschland. Es muss unsere zentrale Aufgabe sein, zuallererst
dass wir die tarifliche Bindung stärken. Und das sage ich auf jeder Versammlung, auf jeder Firmenfeier, wo es darum geht, 25 Jahre seit der friedlichen Revolution, feiern wir jetzt hier ein Jubiläum, ich frage, und zahlt ihr Tarife? Und warum macht ihr das nicht? Und habt ihr einen Betriebsrat? Und wenn nein, warum nicht? Weil nur so kommen wir weg von diesem Image, dass Thüringen ein Niedriglohnland ist. Ein weiteres Thema ist das der Leiharbeit. Heike, du hast es angesprochen. Wir sind hier mit unserer Förderung ganz gut aufgestellt. Die hat aber nicht dazu geführt, dass tatsächlich die Quote der Leiharbeiter nach unten geht. Die liegt in Thüringen bei 4% und ist damit die zweitschlechteste in der Bundesrepublik Deutschland. Vor uns in der Schlechtigkeit Bremen, nach uns Sachsen-Anhalt. Wir werden also uns kümmern müssen, und da setze ich auf Andrea Nahles, dass wir sowohl, was die Leiharbeit anbetrifft, als auch was die Werkverträge anbelangt, dass wir zu Lösungen kommen, die für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gut sind. Unter dem Stichwort gute Arbeit muss ich mich mit dem vergleichen können, der neben mir steht. Ich brauche eine soziale Sicherheit über die lange Frist, damit ich meine Familie ernähren kann und auch inneren Frieden finde. Also das Thema Leiharbeit und Werksarbeit steht auf unserer Agenda, und wir werden uns daran messen lassen müssen, auch in Richtung Bund, ob wir hier tatsächlich zu einer Bewegung kommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein weiteres Thema, was wir besprechen müssen, ist der Wandel in der Arbeitswelt. In einem Forum wird es darum gehen, was bedeutet das eigentlich, dass wir jetzt mit Wirtschaft 4.0 konfrontiert sind, mit der Digitalisierung. Was heißt das eigentlich, wenn wir mehr Telearbeitsplätze haben, wenn man nicht mehr geregelt von früh um 7 bis 18, 17, 16 Uhr arbeitet, sondern an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten? Wie ist das eigentlich, wenn man seine Leistung auf Portalen anbietet? Urheberschutz. Wie ist es mit der Bezahlung für diese Leistung? Wie ist es eigentlich mit der Vertretung derjenigen, der Arbeitnehmervertretung? Wo haben die denn ein Sprachrohr? Wo können sie sich denn hinwenden? Wo werden Verträge ausgehandelt? All diese Fragen müssen wir dringend besprechen, weil die Entwicklung, die wir hier vor uns haben, die kommt rasant schnell. Liebe Kolleginnen und Kollegen, geflüchtete Menschen. Wir sind als gesellschaftspolitisch wache Menschen aufgefordert, uns dieser Frage zu stellen. Es kann nicht sein, dass auf Thüringens Straßen und Plätzen sich das abspielt, was wir immer unter dem Stichwort Gida, Pegida, Sygida, Legida, Tygida erleben, oder unter dem Stichwort AfD, oder wenn man nach Gera guckt, sogar unter dem Stichwort Neonazis abspielt. Wir müssen etwas dafür tun, weil wir einmal diesen geflüchteten Menschen hier eine Perspektive bieten müssen und bieten wollen. Deshalb ist gar nicht die Frage, wir schaffen das, sondern es gibt in dem Fall keine Alternative. Wir werden und wir müssen es schaffen. Sondern wir müssen auch darüber nachdenken, wie wollen wir eigentlich in der Zukunft unseren Fachkräftebedarf decken. Das ist nicht die erste Frage, aber es ist eine Frage. Und deshalb müssen wir daran gehen, alle Möglichkeiten zu finden, in der gesellschaftspolitischen Diskussion die Höckes dieser Welt in die Schranken zu weisen, der sagt, Erfurt ist schön deutsch und Erfurt wird schön deutsch bleiben. Und ich habe ihn auf mehreren Versammlungen schon zugerufen, Höcke, Sie sind schön blöd und Sie werden schön blöd bleiben. Und wir müssen etwas tun, da hat Sandro völlig recht, wir müssen etwas tun, was den Mindestlohn anbetrifft. Wir dürfen es nicht zulassen, dass über das Mindestlohngesetz hinaus das schon ein Kompromiss ist. Und Kompromisse sind in der Politik nötig. Eine weitere Aushöhlung zum Beispiel in Richtung der Flüchtlinge kommt. Wir brauchen den Mindestlohn. Und Carsten Rose wedelt mit seiner Armbanduhr. Wir brauchen diesen Mindestlohn, weil das ist noch nicht deutlich genug. Es geht nicht nur um das Anheben des Lohngefüges, sondern es geht auch um die Rente. Wir erwarten eine Altersarmut, die sich gewaschen hat, wenn wir nicht die Löhne erhöhen, und zwar auch über 8,50 Euro Mindestlohn. Denn das ist ja gerade mal das unterste Level. Und meine letzte Anmerkung ist die: Wir drängen beide Häuser und darüber hinaus auch alle anderen, die damit befasst sind, auf einen ständigen Dialog. Ich weiß, dass manche von Ihnen dem sogenannten Wirtschafts- und Innovationsrat nachtrauern, der, so habe ich mir berichten lassen, seit 2-3 Jahren schläft oder tot ist.
Was wir jetzt brauchen und was wir jetzt in Gang setzen, ist das Abbild dessen, was es in Berlin gibt, nämlich das Zukunftsforum Thüringer Industrie, wo wir in einem ständigen Dialog mit Sandro, haben wir das schon besprochen, mit der IG Metall, mit anderen, die im weitesten Sinne mit dieser Entwicklung, die wir in der Zukunft vor uns haben, befasst sind, dass wir nicht nur uns bei Tarifverhandlungen die Sozialpartner an einen Tisch setzen, sondern dass man in einem ständigen Gespräch zwischen den Sozialpartnern und der Politik bleibt. Und ich sage Ihnen zu, wir werden diesen Dialog fortführen, weil wir haben große Ziele, die sind schwer durchzusetzen. Stellen Sie sich mal hinten, wenn der Unternehmerverband einlädt, da geht es lustig zu, da geht es sehr, sehr lustig zu. Gestern habe ich gerade wieder im Neuhaus gehört, alle Langzeitarbeitslosen gehören ins Arbeitslager. Alle Langzeitarbeitslosen gehören ins Arbeitslager. Da kann man nur aufstehen und kann diesen Menschen an der Jacke rütteln. Wir haben also noch einen riesigen Weg vor uns und rot-rot-grün. Und da sind wir beide, Heike, eng verschränkt miteinander. Wir stehen für Sie zur Verfügung bei allen Hinweisen, allen Kritiken. Wir müssen dieses Land voranbringen und wir werden es voranbringen. Danke, dass ihr da seid. Applaus